Beckenfresser Games präsentiert Let's Play Together Minecraft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit dem Daniel und mit dem Cloud. Warum schreist du denn so? Ja, weil ich Bock hatte zu schreien, weil ich jetzt, also ich bin einfach gut gelaunt, weil ich mir jetzt echt was Geiles leiste hier. Aber ich sag's dir noch nicht. Okay. Ich sollte mir überhaupt mal irgendwas leisten und sollte irgendwie was tun. Oh, es Wieso? Regnet. Wie gesagt, ich habe doch in der letzten Folge einfach gar nichts gemacht, überhaupt nichts, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen Monster schnetzeln, dass zumindest irgendwas passiert hier, wenn ich hier so rumstehe. Ja, leisten kann man sich auch Erkrankungen. Zum Beispiel Masern. Ja, die kann man sich mal leisten, ja. Mitbekommen, dass es wieder vermehrt Masern in Bayern jetzt gab. Bayern war es, ja, in Bayern. Alter, ich habe einen Diamanten gefunden. In der Truhe. In der Truhe? Ja. Hat der Masern? Der hat Masern, genau. Und hat sich da versteckt, sozusagen in Quarantäne. Sind Masern ansteckend? Ja, ne? Masern sind ansteckend, ja. Ich sehe ja witzig aus, bin voll Pfeile. Ja, sind sie. Ansteckend. Boah, also ich habe keine Masern. Nicht, dass die Zuschauer das denken, denn ich komme nicht aus der Höhle raus, sondern ich bin einfach nur irgendwie orientierungslos. Mhm. Okay. Aber mittlerweile auf Höhe 44 schon wieder. Also langsam wird es. Ich war vorher auf irgendwie 15 oder 20 runter. Okay. Ja, wie kommst du auf Masern? Hast du welche? Ganzen Tag, immer. Immer und überall. Ja, ich nur morgens von 3 bis 7 Uhr. Dann hören die, dann gehen die weg. Also ich hatte auch schon mal Masern, glaube ich, ja. Ja, ich hatte die Masern schon. Creeper, oh Gott. Masern, oh Gott. Der hatte Masern. Sehr eklig. Nee. Ja, dann bist du erstmal richtig unten durch, ne? Das kannst du dir als Kind nicht erlauben. Nee, also das ist, die Sache, weißt du, es gibt immer wieder mehr Maserfälle. Deswegen gibt es jetzt mal wieder die Überlegung, Zwangsimpfungen zu machen. Als Vorstufe ist es jetzt so, also es war bisher immer so, dass Kinder, die Masern haben, die dürfen nicht in die Schule gehen. Macht ja Sinn. Das ist ja auch ganz geil, ne? So, ja. Für das Kind. Naja, gut, da würde ich auch nochmal mir ordentlich Masern holen. Ah, Masern ist halt ein bisschen stressig, ne? Ja, und nun ist es auch so, dass es heißt, wenn man nicht geimpft ist, also Kinder, die Masern haben, und Kinder, die, wenn Masern auch ausgebrochen sind, die Kinder, die Masern haben und die Kinder, die nicht geimpft sind, dürfen nicht in die Schule. Boah. Um das sozusagen einzudämmen. Ja, naja, ist ja eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Also für die ist es echt cool, weil die müssen sich nicht den Stress mit den Masern geben, aber können trotzdem zu Hause bleiben sozusagen. Sache ist natürlich, dass sie dann Stoff, also für die Kinder ist es natürlich ganz witzig, ich kann mal zu Hause bleiben. Steht natürlich ein bisschen mehr dahinter, dass sie dann halt in der Zeit den Stoff nicht mitbekommen. Und ja, Ja, aber ist es, die Sache ist einfach, ist es denn überhaupt, also findest du es gerechtfertigt, dass man jetzt sagt, okay, Masern müssen eingedämmt werden? So in den USA zum Beispiel gibt es ja die Zwangsimpfung und dort sind die Masern weitestgehend, was ist denn los hier? Also dort gibt es weitestgehend gar keine Masern mehr. Jetzt ist die Frage, ist das eine sinnvolle Maßnahme oder nicht? Ja. Ist das vollkommen übertrieben? Ja, also ich kenne mich damit nicht so gut aus, muss ich gestehen, weil ich mit Masern nie viel zu tun hatte. Zum Glück. Aber tun ja eigentlich, also weißt du, bei Röteln zum Beispiel, verstehst du ja, Röteln sind ja echt gefährlich und können auch schon mal zum Abnippeln führen. Ja. Aber bei Masern, wer bitte stirbt an Masern? Ja. Masern sind unangenehm, sind nervig, aber es ist jetzt nicht unbedingt die Todesursache Nummer 1. Ja. Bei den Krankheiten. Ja, wie sieht's denn aus? Ich meine, wenn ich so eine Impfung habe, habe ich dadurch auch Nachteile. Also hat das Nebenwirkungen, bin ich dann. Wow, Regen! Alter, ich bin draußen. Also. Yay! Yeah. Okay, ja, ich sagen, das draußen ist ungefähr 30 Blöcke über mir, geschätzt. Aber immerhin Regen. Nee, sage ich jetzt einfach so pauschal. Also so pauschal kann man es jetzt nicht sagen. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, Impfungen sind gefährlich. Und ich persönlich denke auch schon, dass Impfungen gefährlich sind. Einfach man nimmt... Begründe das mal bitte. Das hatte ich jetzt gerade vor. Impfungen werden ja so gemacht, dass man den Erreger ins Blut gespritzt bekommt und dann Antikörper dagegen bildet. Das ist ja der Sinn von einer Impfung. Ja.
Ja, und man muss sich aber trotzdem erstmal diese Erreger ins Blut hauen, ne? Und es gibt einige belegte Fälle, dass Leute an Impfungen gestorben sind. Besonders jetzt, wo es ja, also du gehst ja heutzutage nicht mehr zum Arzt und kriegst eine Impfung gegen Masern. So war das ja bei mir, also ich habe zum Beispiel, also es war früher mal so, ich habe zum Beispiel noch so eine Kombi-Impfung bekommen, Masern, Mumps, Röteln. Das ist so eine Dreifachimpfung gewesen. Das war auch noch, ja, das war schon natürlich schon ein bisschen gefährlich, weil du kriegst natürlich drei Krankheitserreger ins Blut gespritzt, wogegen du eine Gegenreaktion erwartest. Und mittlerweile sind ja Okay, die und jetzt wissen Kombi-Impfungen wir, immer warum das größer. schlecht ist oder warum das oder warum das schädlich ist oder wo ist die Gefahr dabei? Ja, du kannst halt davon krank werden. Und dann Von der kannst du, Impfung. ja, natürlich ja. Ja. Und jetzt mittlerweile sind es ja Impfungen mit bis zu sechsfach Kombination. Wenn ich das nur, also es wird ja immer größer, weil klar, sie sagen natürlich, ja, es ist immer sicherer und so weiter. Aber wo ist denn dabei noch der Sinn? Also ist es überhaupt noch sinnvoll, das echt machen zu lassen? Weil Naja, gerade gegen so eine Sache, also die muss. eigentlich nicht stört. Du kannst jetzt ja zum Beispiel nicht sagen, Ja. okay, Masern zum Beispiel sind unangenehm, aber wenn ich die bekomme, weißt du, ich möchte nicht die Gefahr haben, dass es negativ ist. Ich möchte die einfach einmal bekommen und dann ist ja auch gut. Dann habe ich auch die Gegenwirkungen. Dann habe ich halt mal 2 Wochen lang, ich glaube, so 2 Wochen dauert das, habe ich halt mal Pickelchen und es juckt unheimlich und danach ist dann alles wieder gut. Und ich möchte mich zum Beispiel nur gegen Röteln impfen lassen, weil Röteln werden halt gefährlich und können auch gerade für Frauen gefährlich werden, da Ja gut, das ist mir die egal, bin ich schwanger nicht. sind, da die schwanger sind oder Schwanger bin ich sowieso nicht. Kinder bekommen wollen und so weiter, da kann es halt zu Problemen kommen. Da sagt, okay, ich möchte mich gegen Röteln impfen lassen, den Rest, den nehme ich mit. Und du hast ja gar nicht diese Wahlmöglichkeiten mehr zu sagen, das möchte ich geimpft haben, das nicht. Die sagen, hier, wir haben hier von Oh Firma Gott. XY Kombipräparat AB und das muss jetzt rinnen in deinen Körper. Und dann kann es sein, dass du danach Fieber kriegst, mit ziemlicher Ja. Wahrscheinlichkeit kriegst du danach Fieber und dann plupp. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich hatte mal jetzt, also ich, klar, ich bin kein großer Fan von Impfungen. Huch, wow, jetzt bin ich auch tief gefallen. Bin kein großer Fan von Impfungen, weiß aber auch nicht, ob ich jetzt so komplett strikt dagegen bin, wie man das entscheidet. Bin ich ja nicht Giften drinne. Das ist für mich so die Frage. Ja, Jo, ich wie bin sieht, draußen wie übrigens, man das so ja. sieht. Wie sehen das eigentlich die Zuschauer? Impfungen, ja, nein. Und wenn nein, warum? Wenn ja, warum? Ja, genau. Wenn ja, auch warum? Egal, Natürlich. was ihr schreibt, warum? Ja, Ja. na, mich würde es einfach interessieren, weißt du? Es gibt Ja. Leute, die Also sind da. mich nicht. Es gibt Leute, die sind dafür, die sind Also die dagegen. Meinung der Zuschauer über Impfungen, weiß ich nicht, interessiert mich eigentlich nicht. Warum Aber nicht? gut, ich meine, bevor ihr nichts schreibt, schreibt eure Meinung zur Impfung. Also mich würde es eigentlich interessieren. Habe ich mich immer schon gefragt, wie steht ihr eigentlich zum Thema Impfungen? Nee, ich finde das ist schon ein interessantes Thema. Ich muss bald mal wieder zu meinem Arzt und meinen Impfpass mitbringen und da bin ich gespannt, was der mir erzählen wird. Also ich habe mich, glaube ich, jetzt lange nicht impfen lassen, wobei die Notwendigkeit natürlich auch nicht besteht, das wöchentlich zu machen, sondern alle paar Jahre gegen was auch immer. Und da bin ich mal gespannt. Ich kann dann auch einfach mal berichten. Also meistens hast du Okay, ich so weiß nicht, was ich jetzt. Tetanus-Impfungen, würde ich jetzt sagen, ist dann mal wieder dran, dass wir alle 10 Jahre machen, ne? Ja, Tetanus. genau. Ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal beim Arzt bin und ob ich dann auch wirklich daran denke, diesen Impfpass mitzunehmen. Wo bist du eigentlich? Ich bin immer noch zu Hause. Ja, ich steh im Regen. Ich laufe so sinnfrei durch die Gegend hier und habe eigentlich überhaupt gar nichts gemacht bisher. Bring mir die Koordinaten, was? Kannst du mir sagen, wo du bist? Ja, also ich bin, also bei 0-0 musst du gehen. Was? Weißt du, wo ich, willst du wissen, wo ich bin? Ja, erzähl mal. Bei 680 minus 1200. Ja, das ist ja ordentlich. Alter. Okay, 0-0. Wie komme ich denn da hin? Zu Fuß. So. Super Idee. Soll es sich auch Pferde geben jetzt mittlerweile? Ich weiß nicht, ob die schon implementiert sind. Ich habe das auch gehört, dass es sowas geben soll, aber mit Mo Creatures kannst du es ja haben. Warte mal. Ah ja. Die Richtung sieht ganz gut aus. Da Okay. renne ich mal lang. Oh Gott, bevor es dunkel wird. Ah. Was mache ich denn jetzt Minecraft-Schwert. überhaupt? Ich muss eine Höhlentour oder sowas machen. Weil, weiß ich, quatsche jetzt so viel und da kann ich mich nicht darauf konzentrieren, Ja! irgendein neues Projekt anzufangen. Riss. Boah, wie geil ist das denn? Hier ist ein Riss, der ist offen. Und da drin liegt Schnee, weißt du? Ist ja cool. Aber richtig. Klingt sehr spannend, ja. Also ich finde das wirklich spannend.
Aber gut, das ist gerade nicht mein Hauptinteresse. Ich muss irgendwie diesen Riss überqueren. Ja, mal gucken. Und es ist übrigens sehr kalt hier im Schnee. Aber das kann mir natürlich egal sein, denn ich bin ja gegen alles geimpft. Auch gegen Kälte. Vor allem gegen Kälte, aber hallo. Diese Kältebakterien, das ist echt schlimm. Kältebakterien, okay. Ja. So, Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch mal Richtung einer Höhle. Ich nehme mal noch eine. Hast du nicht irgendwie ein geiles, hast du nicht ein geiles Bauprojekt oder so, dass du anfangen kannst? Nö. Überhaupt nö. Gar nicht. Ey, das muss Minecraft ja auch nicht sein. Bauen ist sowieso überbewertet. Absolut, ich bin ja kein Fan vom Bauen. Was mache ich denn? Ich kann nicht mehr Rezepte merken. Ich bin nicht mehr so richtig der Rezepte-Fuchs. Ja. Ach, machen wir noch eine dritte Pickaxe. Da draußen ist echt Action bei mir hier. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Aufnahme hört. Die Tochter meiner Mitbewohnerin ist mal wieder sehr offensiv unterwegs. Ich höre sie gerade nicht, aber gut, ich, also bei mir regnet es auch gerade. Bei den also Zuschauern regnet es nicht. Ja, das ist auch schlimm. Ich komme hier gestern an am Flughafen. Und wir fliegen in, ja genau, wir fliegen nachts los in Mallorca mit 26 Grad in der Nacht. Ja. Kurz vor der Landung um 10 sagt uns der Pilot hier, ja, also schon beim Start wolkig gesagt, mir schon so, ja toll, wolkig, ne? Und kurz vor der Landung sagt er so, ja, es ist immer noch wolkig und 15 Grad. Alles klar. 15 Grad. Das ist. Ja, ist doch okay, ist doch angenehm. Wobei heute war es wieder ordentlich warm hier. Ja, na, heute. Zumindest in Berlin. Ja, aber nicht mallorquinisch. Also wir hatten immer so 31 bis 36 Grad. 31 bis, ja, das ist ordentlich. Mallorquin halt. Das ist sehr angenehm, ja. Also ich war auch sehr überrascht von der Insel. Also ich dachte immer so, ja, Mallorca, okay, ne, ja, so partymäßig und so weiter. Eine einzige Party von wegen, ne? Ich, also ja, da gibt's richtig schöne Ecken. Es ist echt so ganz anders. Ich hatte nie gedacht, dass ich nach Mallorca fliege, zurückkomme und sage, ich möchte es nochmal machen. So eine schöne Insel. Also wir waren jetzt im Südwesten. Und ja. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall in den Nordosten fliegen. Da ist so ein riesengroßes Gebirge, das, ich weiß gar nicht, Trumatana-Gebirge, was in der Art, Gebirge. Und das ist richtig geil. Also mit dem Auto zwischendurch hingefahren. Hammer. Riesenklippen, wunderbares Meer, tolle Strände. Ich kann es nur jedem empfehlen, der mal günstig Urlaub machen will. Ich hatte es ja auch schon in meinem Urlaubsblog kurz erwähnt, da sind auch mal ein paar Bilder zu sehen aus Calador bzw. Cala Ergos. Ach ja, dein Urlaubsblog, genau. Den ich auch, den zum Beispiel ich täglich besuche. Mein Urlaubsblog, das ist ein Video, ja. Ach so. So. Ja. Natürlich, okay. Scheiße erwischt, so, ne? Also ich glaube, es lohnt sich auch nicht mal loszugehen. Das ist, Leute. Ich kann nur noch ein bisschen erzählen, dass ich ein bisschen braun geworden bin. Ich bin kein Typ, der braun wird. Das klappt bei mir nicht so richtig. Ich habe mich extra auch schon bei dem Video vor einen weißen Fels gesetzt, weil ich dachte, dann sehe ich ein bisschen brauner aus, aber auch nicht so richtig. Super Trick, echt. Ja. Ich werde auch kaum braun, muss ich gestehen. Also ich kann auch machen, was ich will. Ich weiß ich nicht. Werd halt nicht braun, so. Also bisher hat es mich auch nicht so richtig gestört, aber es ist mir jetzt schon aufgefallen, so gerade wenn du am Flughafen stehst, weißt du, da siehst du denn die anderen, die dieselben Ecke. Urlaubstypen. Genau. Ja. Alle sehen so gesund braun gebrannt aus und ich stehe dann daneben mit meinem Halbkäse sozusagen. Tja, ja, aber so ist das, ne? Ja, ich glaube, du musst einfach. Wie bitte? So, ja. Da muss man ein bisschen mehr Fleisch. Ich verstehe dich gerade überhaupt. Ah, ich höre dich gerade überhaupt nicht. Nee, okay. Also zumindest. Mach. Sag mal was. Hallo, ich sag mal was. Ja, jetzt geht's. Komisch. Jetzt geht's wieder? Ja. Raum. Ist ja komisch, was ist denn gesagt? Boah, ist die Folge schon um? ja, die ist gleich um. Was hast du jetzt zwischendurch gesagt, wo ich dich nicht gehört hatte? Naja, du könntest mal, um mal wieder richtig braun zu werden oder ein bisschen gesünder auszusehen, mal ordentlich Fleisch essen. Genau, das ist natürlich die Problematik. Absolut. Ja. Ich gucke die Leute gerade an. Verständnislos. Okay, sollen die Folge hier.
Oh, der hat aufgehört. Sollen wir die Folge beenden? Ja, wird, Hallo? glaube ich, auch so langsam Zeit. Gut, Leute, also wie gesagt, ich werde in der nächsten Folge echt mal die Höhlen aufsuchen, um hier einfach nicht ganz so dumm rumzustehen und zu labern. Dass ihr auch mal wieder ein Ja, bisschen was seht. Freut euch also auf die nächste Folge. Schreibt uns mal noch, was ihr von Impfungen haltet. Und ansonsten, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. ciao. Tschüss.